Hallo, ich meine Damen und Herren. CS2 hat in 4 Tagen Geburtstag und wird 1 Jahr alt. Das letzte Update, das wir erhalten haben, ist bereits vor 13 Tagen live gegangen. Es ist jetzt also schon eine ganze Weile nichts mehr passiert. Am Freitag ist es aber soweit. Also was ist, Volvo? Macht ihr was? Hä? Das beste Beispiel überhaupt ist, wie ich mir meinen Geburtstag oder mein Alter merke. Wir alle wissen, dass Counter-Strike eine extrem beliebte Spielreihe ist. Über die Jahre haben wir einen durchgehenden Anstieg. Mal ist es weniger, mal mehr, aber am Ende ist es immer am Steigen. Doch man sieht, dass es gerade in der letzten Zeit ein bisschen langsam geworden ist. Und das deckt sich auch mit diesen größeren Updates, die wir erhalten haben. Wenn man hier reinguckt, März, April, Mai, da haben wir schöne, dickere Updates bekommen. Wir haben guten Zuwachs gehabt. Juni und Juli war eher Trash, zwecks Updates, siehe da. Minus, zack, hier wieder WAC 3, bum, bum, bum und es werden wieder mehr. Was ich damit sagen möchte und was jedem von uns natürlich auch klar ist und zwei Piloten auch sehr leicht rauszulesen ist. Sobald es irgendwas Besonderes gibt, wie zum Beispiel Operation Shattered Web, dann haben wir einen schönen Anstieg. Und das wissen die Leute bei Valve sicherlich auch. Mit dem Update kann man wieder neue Leute rumholen. Und nun ist diese Woche der erste Geburtstag von CS2 ja im Anrollen. Diesen Freitag ist es soweit. Das wäre natürlich der perfekte Zeitpunkt, um was Dickes zu pressen. Doch sehr viele User gehen davon aus, dass zu diesem ersten Jahrestag gar nichts kommt. Nicht ganz ohne Grund. Wenn wir uns zum Beispiel den 25. Jahrestag von Counter-Strike an sich zurück in Erinnerung rufen, dann wissen wir, dass wir da alle sehr enttäuscht wurden. Denn das Einzige, was wir erhalten haben, war dieser Tweet. Dieses Beispiel ist unter anderem einer der Gründe, warum die Leute sagen, ja, erster Geburtstag von CS2 weiß ich nicht, ich erwarte eigentlich gar nichts, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und diese Sicht ist natürlich auch gar nicht so übel. Ja, natürlich wurde ich bereits mehrfach gefragt, was kommt, auch was mit der Operation jetzt ist und so weiter und so fort. Ich hatte euch in einem Video vor, ich glaube, einer Woche von dieser Get Ranked Operation erzählt und will dazu noch ganz kurz ein, zwei klarstellende Worte bringen. Diese Operation ist, wie im Video auch erwähnt, keine CS2-Operation, sondern irgendeine externe, hingeschissene Operation, die nicht wirklich vertrauenswürdig wirkt. Ich habe von einigen meinen Leuten Infos bekommen, dass dieser Hersteller, also der die Operation herstellt, vielmehr die Software dazu, dass das alles so ein bisschen shady ist. Also ich kann es niemandem empfehlen, diese Get-Rank-Operation zu machen. Falls jemand in die Operation reingeht, kann er natürlich sehr gerne schreiben, wie er es fand oder wie es ist. Aber ich werde dazu nichts probieren. Und um die letzten Verwirrungen zu entfernen, weil im Stream waren ein paar, die mich gefragt haben, wann die Operation kommt, also als wenn ich die Operation machen würde. Ich habe nichts mit dieser Operation zu tun. Also sei es eine richtige CS2-Operation, die irgendwann kommt, oder diese Get-Rank-Sache. Das ist was von Lobber, den kennt ihr ja bestimmt, ne, auch Creator und so weiter und so fort. Der ist da scheinbar mit drin. Ich aber nicht. Aber von mir oder vielmehr der Community gibt es natürlich trotzdem was zum Geburtstag von CS2. Und zwar diese Desert Eagle Fennec Fox. Die gibt es bei uns im Livestream zum ersten Jubiläum für CS2. Im Stream selbst erhaltet ihr alle Infos zu der ganzen Geschichte. Der Stream ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin 3-mal die Woche live, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr. Jeden Freitag ab 20 Uhr. Ganz schnelle Mini-Erklärung: in den Stream kommen und zuschauen. Dadurch sammelt ihr kostenlos die Bubble-Dollar. Damit kann man sich dann die Tickets für dieses Giveaway holen. Ihr habt jetzt noch ganz locker 2 bis 3 Wochen Zeit, die Bubble-Dollar für dieses Teil zu sammeln. Es kann jeder, auch wenn man ganz neu ist, mitmachen. Man muss keinen Cent dafür ausgeben, einfach in den Stream kommen und dabei sein. Bezüglich des ersten Geburtstages von CS2 haben natürlich viele Leute viele Meinungen, was sie gerne hätten, was sie als wichtig erachten, was soll kommen und was auch nicht. Ich habe durch eure Kommentare folgende Liste erstellt mit Dingen, die ihr gerne hättet, die euch noch fehlen. Zuallererst mal eine Operation, auf die freuen sich natürlich alle. Es gibt so viele Leute, die durch CS2 erst frisch hinzugekommen sind zu Counter-Strike und bis jetzt nur gehört haben von Operations, aber noch nie bei einer dabei waren. Und die, die bereits mit dabei waren, sind richtig ausgehungert, weil es schon so lange her ist, seitdem es eben, ja, die letzte gab. Ich selbst fände eine Operation natürlich auch absolut geil und in so einer Operation sind dann meistens Dinge enthalten, die sich auch noch gewünscht wurden. Zum Beispiel neue Maps. Train, Cobble, Cache, das sind so die 3 Hauptmaps, von denen ich ständig höre, wann kommen die endlich? Hast du die auch toll gefunden? Hast du gerne dieses gespielt und jenes gespielt? Natürlich sind bei einer Operation auch immer Skins mit dabei. Also meistens gibt es eine neue Kiste oder sogar mehrere und du hast halt ganz viele neue tolle Skins, die du kaufen kannst. Und ja, pinge pinge. Und hinzukommend werden dann meist auch noch Sticker geliefert. Also man kennt es von Shattered Web zum Beispiel, die hat auch ihre eigenen Sticker. Ja, das kann dann auch noch mit oben drauf kommen. Ich glaube, der Ruf nach Stickern ist relativ schmal, dass Leute sagen, ich brauche dringend neue Sticker und Graffitis, meine Güte. Aber natürlich nimmt man, was man kriegt. Hinzu kommen bei so einer Operation manchmal auch dann komplett neue Modi, wie zum Beispiel früher bei der Operation Hydra, glaube ich, war es Wingman. Davor gab es keinen Wingman, Operation kommt, zack, Wingman ist da. Geil, oder Flying Scoutsman oder Arms Race, das gab es die ganze Zeit, glaube ich zumindest. Nee,
Ich glaube, Arms Race ist da auch erst hinzugekommen. Shit. Es könnte also auch ein neuer Modus rumkommen, aber in der Hinsicht gibt es eigentlich nur einen Modus, der bereits seit langer Zeit erfragt wird, und das ist Danger Zone. Diesen Modus hätte die Community sehr gerne wieder und das könnte man natürlich auch schön mit einer Operation ranbringen. Und wenn es nicht gerade ein neuer Modus ist, dann könnte auch irgendwas anderes Neues ins Spiel finden, wie zum Beispiel die Keychains. Das ist auch eine Sache, bei der jetzt viele ähnlich wie Sticker und Graffiti sagen, ja, naja, schön, dass man es hat, aber es ist kein Muss. Ich sehe das genauso. Ich hätte viel lieber Maps und eine Operation an sich mit schönen Missionen. Das wäre mir so das Wichtigste. Des Weiteren war der Ruf nach einem neuen Anti-Cheat relativ laut und gut zu hören, doch der ist jetzt etwas verstummt. Gerade durch die letzten Änderungen, man hat gemerkt, okay, sie sind dran, WAGNET 3, Testing, Pipapup, die Leute erleben Live-Buns und so weiter und so fort. Viele berichten von einer deutlichen Besserung ihrer Spiele bis hin zu gar keine Cheater mehr, wobei es immer noch genug gibt, die sagen, bei mir ist es zugeschissen. Ich habe letztens einen Kommentar bekommen, da hat jemand geschrieben, irgendwie die Volvos wollen es sich nicht eingestehen, aber das Spiel ist verloren und überrannt von Cheatern und gehört den Cheatern so irgendwie. Also es gibt nach wie vor diese zwei verschiedenen Welten oder diese Extreme. Bei mir ist alles chillig und es ist so schlimm, dass ich kotzen könnte. Nichtsdestotrotz ist der Ruf nach einem Anti-Cheat auf jeden Fall leiser geworden. Und ich würde auch behaupten, da wir jetzt davon ja schon so viel gehört und gelesen haben über die letzten 4 Monate, sage ich mal, ja, ist das jetzt nichts, was ich in der Operation erwarten würde, beziehungsweise zum ersten Jahr erwarten würde, dass sie dann nochmal sagen, so, WAGNET 4. Und zu guter Letzt gab es eine Sache, die mich sehr überrascht hat, beziehungsweise ich habe zumindest für mich noch nie darüber nachgedacht, aber es gibt wirklich nicht wenige Leute, die sich wünschen, dass Valve jetzt zum Jubiläum zum Beispiel kommt und sagt, so, wir haben jetzt für euch eine offizielle Stelle, also sei es jetzt ein Twitter-Account oder sonst was, und dort findet ihr eine Art Community-Manager vor. Jemand, der mit euch spricht oder ein ganzes Team, das mit euch spricht und aktiv eben ja, am Talken ist mit der Community und sagt, hey, wir machen übrigens das und wir haben gerade dieses Problem und wollen bald das hier angehen und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, die sich gar nicht mal so wenig Leute wünschen. Ich habe mir da, wie gesagt, nie so Gedanken drüber gemacht. Das könnte aber auch einfach daran liegen, dass ich halt aus einer anderen Zeit kommen. Also früher, als ich noch jung war, vor 1000 Jahren, da war das Internet noch nicht so weit, wie es jetzt ist. Und auch die Absprache war bei weitem nicht vorhanden, so wie es mittlerweile bei anderen Studios der Fall ist. Die Entwickler haben entwickelt, haben ein fertiges Spiel rausgeschissen und du hast es gespielt, das war's. Da gab es keine Kommunikation und es war immer nice. Also nicht immer, aber war schon eine nice Zeit für Gamer von 90 bis 2010, 2015 vielleicht. Das war echt sweet. Und dieses Getalke und hin und her und Aufgeregt und sowas, das ist so gefühlt die letzten 10 Jahre, 15 Jahre vielleicht erst so richtig dann gewachsen. In mir ist dieser Wunsch also nicht sehr groß, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, warum er vorhanden ist, natürlich. Viele, gerade jüngere User, sind es mittlerweile gewohnt, dass man immer mal wieder halt Infos bekommt von den Entwicklern. Wir machen gerade dieses, wir machen gerade jenes. Es gibt Entwickler, die pushen auf Steam. Da ist Satisfactory zum Beispiel ein ultra gutes Beispiel. Ich meine Factorio. Hier hat man immer wieder Punkte und Gedanken vom Entwickler zu der ganzen Sache oder von den Entwicklern. Also hier merkt man, dass hier viel Herzblut drin steckt, wobei ich nicht sagen würde, dass die Volvos oder auch andere Firmen, die nicht kommunizieren, kein Herzblut drin haben. Aber hier steckt hinzukommendes Herzblut drin, zu teilen, was man macht. Und das ist, wie gesagt, ein Punkt, der auch oft erfragt wurde. Kann man da nicht irgendwie mal Community Manager oder sowas, kann man da nicht ein bisschen mehr machen? Dass jetzt dieser letzte Punkt zum ersten Geburtstag kommt, bezweifle ich. Also, ob das da generell kommt, das kann ich mir bei den Volvos nicht vorstellen. Aber ja, das war auch eine interessante Eingabe von euch, die mir bis dahin gar nicht so im Kopf war. Freitag ist jetzt ja nicht mehr lange hin, wir könnten Wetten abschließen, was jetzt wohl dann schlussendlich gemacht wird, gar nichts oder eines der gemachten Dinge. Natürlich könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was jetzt dann am Freitag kommt. Unter allen Teilnehmern wird wie immer auch ein Skin verlost. Hier nochmal zuallererst die Erinnerung, dass es auf Twitch diese Desert Eagle Fennec Fox gibt. Einfach rumkommen und mitmachen und für euch gibt es heute auf YouTube diese Farmers Rapid Eye Movement. Also einfach über das angesprochene Thema in den Kommentaren schreiben und schon ist man automatisch mit dabei. Dann sehen wir uns morgen live ab 18 Uhr im nächsten Livestream oder übermorgen im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare und für die Likes. Bis dann, bye bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Insta.